Hallihallöchen Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich mache jetzt ganz schnell diese Anmoderation, da es in diesem Video keine gab. Es war nämlich eine spontane Aufnahme. Ich habe mir mal so gedacht, ey, du brauchst eh ein Video fürs Wochenende und du spielst gerade mit Dimi, sei ein wenig AOE. Wieso nicht einfach diese Runde aufnehmen? Und die lief auch ziemlich gut, war so ein kleiner, ich sag mal, so eine kleine Rückkehr vom schlechten Score wieder zum, ja, ziemlich guten Score, muss ich sogar sagen. Also ihr werdet das ja alles selbst im Video sehen. Nicht wundern, weshalb Dimi relativ wenig gesprochen hat. Er war nämlich sehr müde. Er hat mir erzählt, auch wieso, er hat irgendwie nur 5 Stunden geschlafen oder so. Und es war auch schon tief abends. Und deswegen war er müde und konnte nicht so viel dann sprechen, weil er auch, naja, ne, dementsprechend müde war. Und er arbeitet natürlich auch. Das muss man nachvollziehen. Und ja, dann würde ich mal sagen, ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video und Intro ab dafür. Koreaner, Tower Rush incoming. Naja, wenn ich so verkacke wie du, dann nicht. Wieso laggt denn das Scheißspiel? Keine Ahnung. Sau eh, das hat man immer am Anfang irgendwie. Seine. Auf welcher Größe spielen wir? Mittel diesmal. Das ist gut. Wäre Schwierigkeit? Mittel. Okay. Immer noch. Ja, hast du gewusst, dass auf sehr schwer der Kumpel dann cheatet, ne? Der hat dann Nicht mehr. mehr In AOE hat die Statusressourcen. Edition nicht mehr. Nicht mehr? Nee, Achso. ich habe mir mal ein Video zu Spirit of the Law dazu angeschaut. Und Ich habe mir zwar, heute what die is the Videos. hardest AI building order? Und weißt du was? Hast du AOE1 jetzt? Ich habe die CD nicht gefunden, nope. Lass sie runter oder ich kaufe sie nochmal. Das müssen wir mal zeigen, das ist geil. AOE1 hat auch so einen gewissen Charme. Ja, das hat auch ziemlich viel Spaß gemacht früher, aber ich hab's halt leider irgendwie nicht mehr. Na, jetzt nochmal Schafe gefunden. Da sind zwei Wildschweine direkt nebeneinander. Das ist eigentlich gar nicht mehr so schlecht, weil die relativ nah am Town Center sind. Halt. Genau, deine Kasernen arbeiten 20% schneller durch meinen Teambonus, ne? Na, Wollte warte ich mal, ich nochmal muss mal sagen. gucken, was die Koreaner für einen Teambonus haben. Teambonus Bang und Naga plus 1 Reichweite, ist doch gut. Oh, das war schon mal nicht schlecht. Hältst du gut an. Scheiße, die kommen da glaube ich nicht mehr ran. Komm, geht einfach Holz hacken. So punktemäßig stehe ich irgendwie anfangs immer über dir, aber dann irgendwie Late Game bin ich wieder Ja, keine total Ahnung. lame. Ich mache wahrscheinlich am Anfang was falsch. Ist gut möglich, ja. So, anfangs Building Order habe ich halt so den Standard-Shit raus. Ich spiele aber nicht nach Standard quasi, ich spiele. Wir spielen gegen die Wikinger. Die wohl schlechteste Landkarten in Civilization, die man überhaupt haben kann. Ich habe keine feste Ordnung, die ich immer mache. Ich spiele einfach so, immer so, wie ich gerade fühle. So wie du gerade fühlst, nur Homo natürlich. Ja, nur Homo, aber halt so, wie ich denke, dass es richtig ist, immer. Ja, ich weiß, was du meinst. Natürlich. Es geht natürlich auch. Ich habe da keinen Algorithmus, den ich abklappere. Ich schon. Ich habe da so eine Build-Order, die ich anfangs immer durchsetze. Wie sie reden, die Goten. Das war, das ist toll. Jägere. Jägere. Ich weiß, deswegen baue ich doch ein Haus. Oder gleich zwei am besten. Wir sind zu viele an dem Wildschwein, das ist nicht gut.
Das ist halt absolut kein Wald. Das lohnt sich überhaupt nicht, da ein Holzfällerlager einzusetzen. Habe ich das trotzdem gemacht. Komm. Oh Gott, der stirbt jetzt gleich. Den Speer oder was? Nee, mein Scheißding ist hier. Wildschwein? Nee, mein Typ wäre fast gestorben. Wolf. Der das Wildschwein jagt. Ah. Okay. Ja, okay, ich weiß, was du meinst. Jägere. Krasse Sprache, die sie da auf jeden Fall abstimmen. Komm. Deutsch. Na, Altdeutsch. Komm wieder zurück. Nicht Holzer. Zurücklaufen. Nix mit Holzer. Seerosenjaguar heißt einer unserer Gegner. Das ist ein sehr cooler Name. Seerosenjaguar. Oder... alle Jäger. Lol. Das hat ausgereicht. Okay, geil. Will mich mal nicht beschweren. Ich habe Schafe gefunden bei dir. Warte. Willst du die haben? Ja, wäre gut. Okay, schicke ich runter. Ich find irgendwie... Weiß nicht, was los ist. Ich scoute immer alles ab und ich finde nichts. Scheiße, es hat sich überhaupt nicht gelohnt, das zu machen. Egal. Das ist schon die nächsten. So. Soll's arbeiten. Wo läuft denn der ganz hin? Idiot. Bau ihr den eigenen Holzfällerlager nochmal hin. Ich baue hier eigentlich alles ready. Oh, da ist ein feindlicher Speer. Ich baue hier eigentlich alles ready für. Ein Fast Castle eigentlich, wenn ich jetzt auch noch Gold hab, meine. Ich habe herausgefunden, dass die das beste Early Rush, dass die beste Early Rush Kultur, so Deutschleistungskurs. Ja, sag ich doch. Jaguar ist. Jaguar, sag ich schon, weil sie Jaguar Krieger haben. Die Azteken, genau. Sorry, so. So, ja, das hast du auch noch von den Typen da. Spirit of the Law, richtig. Das ist ein cooler YouTube-Kanal, kann ich nur empfehlen. Ich hab dir, wie gesagt, geguckt, das kenne ich schon. Ja, das ist auch ziemlich gut. Der gibt richtig, richtig gute Tipps, du. Da habe ich den einen Gegner gescoutet. So. Also meine zwei Wildschweine sind down. Zumindest schon mal das gemacht. Jetzt warte ich, bis ich so 21 Dorfbewohner habe und dann gehe ich in die Feudalzeit. Ich habe schon 22 und ich gehe jetzt in die Feudalzeit. Nice. Ja gut, ich habe gerade eben mein Dorfzentrum irgendwie leer gelassen, ohne irgendeinen Auftrag zu geben. Das war ein großer Fehler. So, Feudalzeit geht jetzt los. Bären zu sammeln ist eigentlich relativ schlecht, weil man hat als... die Bärensträucher geben... Am wenigsten Nahrung pro Minute von den Sachen, die du am Anfang machen kannst. Na okay, wenn du jetzt einen Hafen baust und ein Fischerschiff auf Shorefish, also hier wie heißt Küstenfisch draufpacken würdest, dann wird es sogar, glaube ich, noch weniger bringen. Ich habe nur einen Gegner gescoutet, ich sehe nicht den anderen. Hast du beide? Ich habe nur grün. Ich habe nur gelb. Herr Grün, ich bin doch grün. Ja, ich hab den über mir halt gescoutet. Also den gelben. Weiß nicht, ob der gelb ist. Okay. Weiß nicht, ob der schwarz oder gelb ist, keine Ahnung. Oh, oh, okay. Das wird jetzt leicht rassistisch, ne? Also. Du hast doch gesagt, der ist gelb. Warte mal, aus welchem. Was für eine Kultur hat der? Mai. Nee, das ist der Wikinger, schade. Wenn er jetzt Japaner gewesen wäre, hätte ich gelacht. Und Feudalzeit ist drin. Nice, du auch, das ist gut. So. Komm, du machst da jetzt. Scheiße, was sind die denn hier so hässlich am Nichtstun, ey? Ist doch ekelhaft. Was macht mein fucking Britner Speer da? Ich hab dich doch losgeschickt, damit du was tun kannst und nicht, weil du hier so blöd rumstehst. Bezahl dich nicht umsonst! Komm, der willst du bezahlst ihn gar nicht. Doch, ich hab ihn bezahlt. Mit seinem Leben.
Mit Nahrung. Wieso hast du nicht The Forgotten Empires, ey? Das ist ein Problem. Ach stimmt, die Goten haben ja keinen... Ah, stimmt, die Goten haben hier... Wie nennt man das nochmal? Keine Steinwelle. Nö. Aber das habe ich ja voll vergessen. Stimmt, 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 stimmt. Piggy. Piggy. Oh ja, mit den geilen Koreanern, wie ich dann den Keil 07 Patch gemacht habe. Hab ich mir letztens das wieder reingezogen, ey, das war lustig. Keil, ey. Spielt ihr überhaupt noch AOE? Naja. Naja. So, okay, ich brauche mehr Häuser. Häuser! Ah doch, jetzt habe ich den blauen auch. Jo, also den blauen habe ich jetzt. Der Azteke. Du hast den Wikinger über dir, das ist gut für dich. So. Wenn er das fertig hat, kann er wieder weitermachen. Wobei, nee. Verliert er sein Holz dann eigentlich? Ich hoffe ja nicht. Das wäre jetzt sehr ärgerlich. Nein, ich habe kein Holz, also nicht genug. Wegen meinen Feldern, die ich gemacht habe. Was mache ich, um das zu kompensieren? Genau richtig, neue Felder bauen. Das macht Sinn. Scheiße. So, ich habe jetzt Kartografie. Sehe auch das, was du jetzt gerade erforscht hast. Was du gerade erforscht hast. Ich sehe gerade, meine Goten können aber hier diese leichten Kanoniere erstellen. Das ist gut. Die finde ich ziemlich, ziemlich nice. Okay, jetzt brauchen wir noch Goldstimmen. Eins, zwei, drei, vier. So. Jetzt brauche ich Gold. Schön viel Gold. Beziehungsweise man da idle ist, nein. Wow, Alter, what the fuck, Mann? Mein Handy ist mir fast aus von der fucking Hosentasche rausgerutscht, Mann. Nice. Alter, mit dem letzten Reflex noch gefangen, die Kacke. Fuck, Mann. Nahtoderfahrung. Nicht genügend Holz. Ich und mein Holz. Hä? Ich hab doch... Hat er das nicht angenommen, oder was? Wahrscheinlich zu wenig Holz, einfach. So, jetzt gleich kann ich auch in die Ritterzeit. Nämlich genau... Warte. Komm, einer noch, der Gold abgibt. Komm. Ja, genau. Jetzt gehe ich in die Ritterzeit. So. Es ist schon ganz schön viele Felder da unten produziert. Das ist, sieht doch schön aus. So. Ich habe schon mal ein paar Militärseinheiten gebaut. Militärseinheiten? Militärseinheiten, ja. Mein Speer ist auch wieder da. So. Gehst du auch schon in die Ritterzeit, oder? Ja. Gut. Da sollte ich, glaube ich, noch nicht drauf gehen. Ich weiß nicht. Wollen wir Late Game versuchen, oder jetzt gleich so drauf gehen? Weiß ich nicht. Kannst du selbst entscheiden. Ach nee, entscheiden will ich hier nichts. Ich weiß nicht, ich glaube, weil ich halt diesen Militärsbonus habe mit den Goten, baue ich erst lieber, glaube ich, auf. Ich weiß nicht, das sehe ich als vernünftige Maßnahme bei mir. Ich meine, du kannst versuchen, den Wikinger anzugreifen, weil der Wikinger ist halt, wie gesagt, geschwächt. Die haben halt nicht so krasse Land-Vorteile. Ich meine, kacke sind die nicht auf Land, aber ich meine, Wikinger sind dafür da, um auf Fluss natürlich oder auf Wasser sehr effektiv zu sein. Von den Mayas läuft mir hier schon direkt so ein Adlerkrieger vor mein Gesicht. So, jetzt brauche ich erstmal ein paar Leute, die Stein holen. Ein paar Dorfbewohner noch.
Haben die überhaupt. Warte, das kann ich hier nachschauen. Die haben Halberdiere, das ist gut. Was ist der Kürzel für Farm? AAA einfach. Jetzt habe ich aber kein Holz mehr für die. Ich habe zwar ein paar Einheiten, aber es sind noch 5 Bogenschützen, die ich habe. 5 Bogenschützen? Ich hab 5, wie heißen die hier? Speerkämpfer. Also auch nicht wirklich atemberaubend, was ich hier habe. Komm, noch einer, der Holz abgibt. So, nice. Ich sollte mich mal so langsam ein bisschen mehr einmauern mit irgendwelchen Gebäuden. Ich denke mal, das wäre jetzt nicht schlecht. Ja, okay. Wieso bin ich immer derjenige, der zuerst angegriffen wird? Bist du schon angegriffen? Ja. Lol. Wieso bin ich immer der Erste, der angegriffen wird, Mann? Von so vielen Einheiten auch noch. For fuck's sake, Mann. Lel. Geht weg, ich ziehe euch extra dafür runter, ey. Komm, baut schneller das Gold ab, Mann. Noch ist alles in Lot, noch ist alles in Lot. Ey, ich komme mir gerade selbst nicht klar, oder? Noch ist alles gut. Ich hab keinen Hals. Nein, falsch geklickt. Jetzt haben sie auch noch fucking Mönche hier mit hingeschickt oder was? WTF? Idioten. Scheiße, Mann. Wenigstens die, die meinen Dorfbewohner angreifen, bitte. Versucht die mal anzugreifen. Ja, das ist. Komm, geht einfach ran da jetzt. Oh, jetzt schickt er seine Dinger da gleich in mir. Ja, den Angriff kannst du noch verteidigen. Ja, ja. Oh, Achtung, jetzt kommen sie an. So. Jetzt kommt er mit Rammböcken und so. Das ist doch hier lächerlich, ey. Ja, Standard. Ich habe keine Nahrung. Ich habe keine Nahrung. Das ist unglaublich. Könnt ihr was schicken, 100 Stück. Das wäre ganz lieb von dir. Danke. Jetzt kann ich nämlich Huskale erschaffen. Ja, die kommen jetzt schön mit Rammböcken hier angerast. Jawohl. Schön macht er das. Komm, mehr Steine, mehr Gold. Das kann ich eigentlich wirklich noch abwehren. Das ist eigentlich immer so schwer gerade. Sag ich und gleich werde ich getötet. Jetzt rennen sie zurück, oder? Was? Jetzt rennen sie halt echt wieder zurück, oder? Ach, Idioten, ey, was? Ja, bleib mal mit den Einheiten, die du gerade schickst, bei mir. Warte mal. Ich
musst jetzt alle einzeln wieder zu den Feldern schicken. Ist das belastend? So. Da waren ein paar, die noch Gold abbauen müssen. Hier geht's zurück dahin. Boah, Alter, gerade noch so, ey. Mein Gott, ey. Was kommt da mit den anderen an hier? Was soll er erstmal machen? Sein Ritter. Was macht er mit dem? Irgendwie nichts. Ist doch besser so. Wie deine Leute hinterher rennen. Ich hab kein Holz. Jetzt. Auch nicht. Ich werde wieder angegriffen. Ach ja, klar. Komm, rennt da rein. Huskala haben hohe Pfeilresistenz. Komm bitte, renn da einfach rein. Piggy. Piggy. Piggy 13. So. Warte mal. Ich schick die jetzt da drunter. Jetzt hätte ich angegriffen von grün, volle Kanne jetzt hier. Von grün? Du meinst von gelb? Oh ja, gelb, tatsächlich. Ja. Alter Schwede, was geht bei dir unten da gerade ab? Geht hinter dem Rambock. Komm, geht einfach runter. Geht einfach runter. Ihr werdet da jetzt kein Holz hacken mehr. Runter da! Oh Gott, ey. Okay, wir konnten uns noch ganz gut abwehren hier. Das ist nice. Aber ich habe halt keine richtigen Ressourcen mehr. Ja nicht. Bin ich jetzt gerade genutzt von dem. Ich versuch mal mit denen, was ich hier noch übrig habe, runterzukommen. Wobei, der kommt hier mit immer mehr Einheiten zu mir, Mann. Das hört nicht mehr auf mit den ganzen Bogenschützen hier bei mir. Ich würde jetzt gerne runterkommen und dir helfen, aber ich... Warte mal. Ich schieb die mal jetzt runter hier. Auch wenn das wahrscheinlich jetzt ein Riesenfehler war. Das war wahrscheinlich ein Riesenfehler. Weg da. Fuck. Was ich schon machen kann, ist den hier. Jetzt werden meine Truppen auch noch angegriffen von einem Wolf. Und sterben an dem Wolf. Ist das euer Ernst? Meine Huskale sind bei dir, aber die haben halt nicht so viel Rüstung gegenüber. Wie heißen? Ja, gegenüber Bodeneinheiten halt, ne? Schwertkämpfen und so. Das ist das Problem. Diese haben halt nur extrem krasse Rüstung gegenüber Pfeil. Nicht Flickmann, du sollst. Oben kommen so immer mehr mit immer mehr Einheiten, ne? Ich habe das Gefühl, dass ich Dorfbewohner aus dem Nichts verliere. Ach du Idiot, ey. Stimmt, ich habe dich da heruntergesetzt. Ist jetzt ein Wolf hier mit in den Kampf gerade involviert gewesen, WTF? Schaffst du es da unten oder soll ich helfen? Ja, ich brauche Hilfe schon hier, muss ich sagen. Ja, warte. Oh nein, jetzt kommt er bei mir. Kaum sage ich, das sind... Warte mal. Das sind nicht viele mehr. Das sind nicht mehr viele. Realzeit auch noch. Nice, das war gut. Komm, baut mit. Dafür habe ich euch erschaffen. Unter anderem. Ich brauche mehr Gold. Komm, ey. Ich schicke gerade welche zu dir runter, aber das Problem ist, die sind gerade erst dabei zu kommen. Also die erschaffe ich gerade.
Puh, ich hab's gerade noch so abgewehrt hier, ey. Gut gemacht, ich lass mal welche bei dir unten. Ja. Ich mache hier gerade auch eine Defensive Burg nochmal hin, um die abzuwehren. Ja, ich merk schon, man muss viel schneller auf die scheiß Steine setzen. Oh ja. Da sagst du was, ey. Weil die verfolgt. Alter, der kommt hier nur mit diesen Adlerkriegern an, ey. Also unter anderem, ey. Ist das nervig. Drei Stück Männer sind jetzt bei dir, jetzt sind es vier. Ne, ich habe auch noch ein bisschen was. Gut. Du siehst. Schießanlage wurde gebaut. Der kommt halt mit sehr vielen Bogenschützen. Da muss ich ein paar Plänkler reinsetzen. Geht einfach runter. Da unten ist jetzt nämlich die Burg gebaut. So. Ach scheiße, ich brauche noch mehr Holz. Ich hab jetzt kein Gold, kein Holz. Das könnt ihr angreifen. Ich habe kein Holz, ich brauche eine Universität. Alter, lass er sich jetzt verziehen, ey. Schon der kommt da mit Merk zu dir. Warte, ich zieh ihn mal hoch. Boah, ist das gerade anstrengend, Mann. Was geht hier ab? Bei mir geht's eigentlich, muss ich sagen. Ja. Bei mir greift er mich schön an hier. Das gefällt ihm richtig. Komm, bring die Reliquien nach Hause. Reliquien sammelst du schon ein? Ja, okay, kann ich eigentlich auch mal machen. So langsam baut sich das wieder auf bei mir, ey. Aber nur langsam. Ja, same hier, ey. Ich vergesse halt mein scheiß Dorfzentrum. Überhaupt nicht gut. So, Mordlöcher wird jetzt gemacht. Okay, Randa, bitte. Also nicht du, sondern hier die Huskale müssen jetzt da unbedingt die Ramböcke hier alle stürmen. Alter, wie viele Ramböcke der mir jetzt hier hochsenden möchte. Ja, klar. Haben wir heute Wurst geraucht oder was? Was geht mir denn? Der hat ja richtig Bock, der Gegner hier. Gut gemacht. Nein, runter, 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 runter. Gar nicht versuchen, ey, anzugreifen. Ich brauch jetzt mehr. Baut hier mal bitte ein Dorfzentrum hin. Scheiße, Mann, ich kann es hier nicht hinsetzen. Wieso? Weiß halt hier. Geht nicht mal. Muss ich das da machen, ey? So, Mönch erschaffen. Sehr gut. Also mal ein paar. Na, ich kann mir keine Mangel machen. Mir fehlt Holz einfach. So. Puh, okay, ich konnte das hier noch ganz gut ablenken. Also zumindest bei mir ist jetzt erstmal nichts mehr los. Bei mir ist noch alles still. Wahrscheinlich sage ich das und kriege jetzt gleich wahrscheinlich eine riesen Schade an Gegnern angesetzt. Ach ja klar, die Reliquie ist weg da oben, okay. Da ist noch einer, aber ich weiß nicht, ob ich die noch kriege. Meine Huskale stehen noch bei dir. Ich lass die mal da, ne? Ja, das wäre gut. Du sammelst dir eine Reliquie da oben auch noch ein? Gut, alles klar. Wollte ich ja gar nicht versuchen, da hinzulaufen. Jo. Oder er sie mir wegschnappt, was er schon gemacht hat. Wie, hat er das echt schon weggeschnappt? Jo. Hä? Die steht da doch noch. Also die, wo du gerade hinläufst. Ja, aber der hat mir eine andere weggeschnappt. Ah, okay. Eine andere noch. Jetzt werde ich wieder angegriffen, okay. Soll er mal machen. Nicht genug Holz. Aber das Problem kenne ich sehr gut. Rein da! Oh!
Komm, bitte noch mehr. Ja, bitte. Schieß rein. Oh! Dieser Damage Output. Oh! Okay. Also ich komme auch mal mit ein paar Truppen. Mach das mal. Und mit einer Mange. Jo. Setz jetzt auch nochmal eine Mange rein. Ein paar Plänkler noch. Okay, hier oben geht's gerade schön ab, ey. Das sieht doch schön aus, ey. Bisschen Kämpferle, die Stars darf natürlich immer gern sein. Warte, was geht denn hier? Nein, geh mir weg mit deinen Mönchen. Wo okay. ist dann Mönch jetzt gerade gewesen? Da oben, du Dummer. Ne, dich zieh ich mir da jetzt raus. Du wirst nicht überleben. Weg mit dir. Alter, die Huskale sind so fucking stark. Nein. So, was braucht man denn jetzt noch? All das. Okay. Haben wir Nahrung. Ich hab das hier oben noch relativ gut in Begriff. Okay. Der will ein Dorfzentrum hinbauen. Komm, ich schnapp mir einen Dorfbewohner von ihm. Der bleibt da einfach stehen. Nee, oder? Komm. LOL, ist jetzt meiner. So, nee. Sind wir trotzdem drauf. Oh. Egal. Nice. Cool, ey. Siehst du da schon drei Dorfzentren, der Typ oder so? Ja, richtig. Ich hab erst zwei. Ist halt auch nicht wirklich krass. Ist da eine Mange von dir, die bei mir mitten in den Feldern drin steht? Ja, tatsächlich. So, und jetzt geht's ab. Jetzt reicht's! Setz dich mal hier. Hat dir geholfen, immer. Ja, ich danke dir dafür. Am Anfang hast du mir sehr, sehr gut geholfen, vor allem. Ich brauche mehr Häuser. Scheiße. Hey, jetzt kommt ein Wolf hier an und... WTF. Okay. Soll er das mal tun? Ja, ja, klar. Ich muss jetzt ein bisschen vom Arbeiten abbringen. Setz hier mal noch einen hin. Okay, jetzt kann ich die Huskale auch in der Kaserne erstellen. Ja, dann kannst du nur Kasernen spammen, dann geht das auch schon. Richtig. Und die Huskale sind halt mega stark. Das ist halt das Geile. Also richtig haben sie jetzt nichts mehr oder was zum Angreifen? Ich weiß nicht, also irgendwie kommt hier nichts mehr, zumindest. Der baut halt jetzt nur auf für das nächste. Ich brauche halt gerade nur mehr Häuser. Die sind auch schon unterwegs, was es angeht. Gut gemacht. Also nein, bauen nicht! Imperialzeit jetzt. Ach stimmt, das kann ich auch mal machen, verdammt. Das hab ich voll vergessen. Gut, dass du mich dran erinnert hast. Ja, das brauche ich nicht unbedingt. Du hast nichts mehr zu tun, nach wegen dem Wolf, stimmt. Okay, mehr Dorfbewohner. Ich hab Schafe entdeckt. Interessiert mich doch ein Scheiß. Okay, ich baue mir jetzt hier schön die ganzen Huskale auf. Geil. Einfach weiter Holz farmen. So, du hast auch Ruhe da unten? Ja. Gut. Der Gelbe hat sich beim Blauen mit eingebaut, sehe ich gerade. Ja. Ist ja auch interessant, dass sie das einfach mal so machen. Na gut, wenn sie es unbedingt wollen. Habe ich nichts gegen, wenn sie sich da gegenseitig im Weg stehen.
Da gehen noch ein paar auf Skale. Ach, jetzt habe ich keine Nahrung mehr, weil ich auf Skale gerade kam. So. Ich brauche mehr Nahrung. Hast du Nahrungsproblem bei dir zufällig? Wieso? Nee. Hast du genügend oder? Geht. Mir fehlt Nahrung. Deswegen will ich gerade mal ein bisschen dafür sorgen. Puh. Komm. Gibt's da Fisch? Nein, gibt's nicht. Woll? Woher kommt dieser Arbalestenschütze her? So aus dem Nichts läuft er hier durch die Gegend und rennt voll in meine Burg rein. Also ich meine, wenn man das machen will. Ja. Warum brauchst du eine Mühle bei mir hin? Ja, wirst du sehen. Und der Scheiß. Du wirst sehen, wieso ich das gemacht habe. Ach Scheiß, jetzt habe ich Gold. Oh nee. Ich habe mich verkauft. Das wollte ich eigentlich machen. Hast nicht genügend Gold? Ach, 800 war das, verdammt. 1000 Nahrung. Jetzt gehe ich in die Imperialzeit. Wurde ja mal Zeit hier. Ha. Ich mache hier gerade so viele Huskale. Wenn du willst, können wir gleich den blauen angreifen. Ich baue mich hier ganz schön gut auf mit ganzen Truppen. Voll mit Huskalen. Dann mach du mal irgendwelche... wer ist hier? Einheiten gegen Gebäude oder so. Also sowas wie, kannst du Triboke oder so machen? Dann benutze ich meine Huskale dafür, dass ich irgendwie den Gegner schwäche, also seine Einheiten, die da sind. Weil die Huskale sind halt so 1 gegen 1 Battle ziemlich gut. Mhm. Laufen wir mal ganz kurz wieder zurück mit meinem... Weil ich baue hier alles gerade zu mit Huskalen. Das ist... Ich meine, ich kann auch Triboke machen, aber dass wir einfach schon mal Triboke gesichert haben. Wieso habe ich mehr Punkte als du? Überhaupt nicht verdient. Ja, weil du die Typen nicht gekillt hast, weil die einfach bei dir reinrennen immer. Ja gut, das ist gut möglich. Siehst du jetzt, wieso ich eine Mühle gemacht habe? Wegen scheiß Fischen oder was? Das bringt ziemlich viel, Küstenfisch mit Dorfbewohnern wegzumachen. Das bringt ziemlich viel. Und wie gesagt, ich habe halt dafür gesorgt, dass ich jetzt... ich habe halt jetzt versucht, so viel Nahrung wie möglich jetzt zusammenzusuchen. Okay, er greift mich jetzt wieder an, aber so richtig komisch. Es sind halt keine riesigen Armeen, die er auf mich zusendet. Pass bitte auf, was dein Mange da macht! Alter! Was denn? Deine Mange greift meine Einheiten hier ein. Ich weiß nicht, was du machst. Oben, deine Mange, bei mir. Die hat gerade meine Einheiten angegriffen. Schick die bitte nicht hoch, sonst habe ich ein Problem. Ey, nein! Hier sind nicht die, die gerade andere Scheiße zu tun hier. Okay, kein Problem. Ich kann die Scheiße wegschicken, wenn du willst, die Mange, ne? Das geht auch in Ordnung. Du holst schon deine Truppen hier hoch. Er zieht sich irgendwie so ein bisschen zurück, aber ich weiß nicht ganz genau, was er davor hat. So, jetzt mein Freund. Mit was spamme ich die Idee? Idee wie Destruction, Alter. Nein, jetzt schaffe ich hier Petardiere damit. Das ist nämlich A. Jetzt habe ich keine Nahrung mehr. Super. Okay, da oben geht es gerade ganz schön gut ab hier. Muss ich mal ganz kurz erzählen. Also
Also wenn du willst, kannst du hier oben mit angreifen, ne? Ich muss erstmal alles ranholen hier. Okay. Ich sehe nur, dass du halt gerade deine Truppen hier holst. Micromanagement meine ich. Jetzt habe ich Elite-Huskale. Kann ich nicht mal einspawnen, wieso? Jetzt. Okay, Huskale sind echt nice. Okay, die wird jetzt erstmal nicht überleben können. Schafe wieder entdeckt, das brauche ich unbedingt. Vorsicht, sie werden angegriffen, you don't say. Ey, der Gelbe! Alter, guck mal, was der Gelbe bei mir jetzt macht! Lol. Was ist das denn? Alter, was ein Drecksack! Alter, was ein Drecksack! Das habe ich ja noch nie gesehen. Nee, warte, der geht nach oben. Der geht nach oben. Lol. Ist der ein Idiot, Alter. Der könnte mich jetzt hier so locker flankieren. Egal. Er ist ein PDCPU-Gegner, Mann, der. Oh, scheiße. Ja, ich will mich mal nicht beschweren. Ist doch besser, wenn er das so macht. Ich boah, was geht hier gerade ab, ey? Mein Tribox ist unterwegs. Sein Dorfzentrum greife ich gerade an hier. Nice, das mache ich nämlich jetzt auch gerade mit dem Tribok. Oder zumindest, ich bin gerade dabei, mit dem Tribok hier jetzt zu rasen. Alter, der Gelbe hat ja richtig Bock hier unten. Kommt der Gelbe doch hier runter? Ja, tatsächlich. Haha. Soll er das mal machen, da habe ich nichts gegen. Dein einen Kriegswagen da noch so steht. Ja, jetzt kommt der Gelbe hier runter. Das soll er mal tun, ey. Okay. Ja, das machen die ganz gut. Alter, Huskale sind so krass. Ich predige die immer wieder an. Ich habe gestern ein bisschen gespielt und ich habe die Goten gespielt. Alter, die fucking Huskale, Mann, die sind es. Die sind so verdammt geil einfach. Nur ich spiele immer zufällig, dann lasse ich das den Zufall entscheiden. Ist auch möglich. Oh, scheiße, das ist auch möglich. Greif Gelb hier unten immer noch an. Naja. Das Spiel machen ja die Pros immer, die spielen ja immer auf Zufall. Außer wenn es richtige, ich sag mal, Turniere sind. Dann spielen sie meistens, so keine Ahnung, auf der Map Arabien halt, spielen sie oft die Azteken wegen dem Rush halt. Jetzt als Beispiel. Okay, sollte erstmal reichen. Ja, der Gelbe hat ja jetzt mal richtig Bock, habe ich so das Gefühl, ey. Ich weiß gar nicht, wo ich hier gerade... Nein, ich weiß auch gar nicht, wo ich hier gerade hinfahre. Mit meinem Tribok und so. Hier sind einfach zu viele Einheiten von mir irgendwo in der Weltgeschichte. Nein, ich... Mein Tribok will jetzt ein Reh angreifen. Steinhauer. Ach, keine Ahnung. Da unten kommt jetzt der Maya-Typi. Hoch da. Mein Tribok steht jetzt mitten bei Gelb drin. Und der checkt es einfach nicht. Cooler Typ auf jeden Fall. Okay, da stehen jetzt noch welche von mir. Hoch mit denen. Nein, 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 nein. Der hat noch ein Dorfzentrum da oben stehen. Ja, hab ich gesehen.
Okay, wollte gerade sagen, sorg mal dafür, dass es zerstört wird. Ich mache hier einfach das Dorfzentrum vom Wikingerblatt. Der macht halt gar nichts dagegen. Doch, jetzt sendet der einen Paladin zu mir her. Ne, ein Chevalier. Aber Dorfzentrum ist down. Oh, tschüss. Hä? Der rennt mit seinem Chevalier an mir vorbei. Hä? Was? Ja. Ich meine, wenn er keinen Bock hat, ich will mich mal nicht beschweren, aber... Okay, da unten sind jetzt irgendwie Huskale von mir gelandet. Verstehe jetzt auch nicht wieso, aber... Okay, Dorfzentrum oben ist jetzt down. Ich brauche einen Dorfbewohner hier. Achso, da schickst du eine Armee aus Hebadieren hoch. Also ich weiß, was du gerade machst. Ich greife gerade den Gelben sogar schon an. Ich sehe es, ja, aber ich... Nur ein paar Truppen bei mir in der Base stehen, den ich nicht weiß. Ach, die rennen jetzt hier hoch. Nimm mal für irgendwie Gelb oder so. Mein Mensch, der kann sich gleich mal hier hochpissen hier. So, die Burg von dem mache ich hier gerade down. Ich meine, Alter, ich habe hier viel zu viele Truppen einfach. Die sind alle verteilt übers ganze Territorium. Ich finde hier immer irgendwelche Typen, die nichts zu tun haben. Wow. Komm, renn da nach oben hin. Da ist noch so ein... Vom Seerosen-Jaguar steht da noch so ein Maya. Ach, die haben noch eine Burg hier oben bei uns stehen. Bei der Maya-Typi. Der hat noch eine Burg oben stehen. Warte mal. Ich zeig dir mal wo. Hier. Da ist noch eine Burg. Ach, so, jetzt sehe ich sie auch. Ich weiß zwar nicht, wieso er da noch eine Burg hat, aber... mit den letzten Mitteln versucht er sich noch irgendwie zu retten. Hat er wahrscheinlich schon immer dort stehen. Ich spam jetzt nur noch Einheiten bei dem oben hin. Ich müsste hier noch irgendwo eine Burg haben. Ja, genau hier. Ich werde irgendwo bekehrt. Ich habe auch keine Ahnung wo. Der Typ hat bei seiner Burg nicht mal Mordlöcher. Das heißt, du könntest ihn jetzt einfach so angreifen. Der kann halt... Also zumindest mit Nahkampf... Nahkämpfern. Der hat halt nichts, um da irgendwie gegenzuhalten. Mein Tribok steht da noch und macht irgendwie dumme Sachen. Komm, das einmal bitte angreifen. Habe ich Chemie jetzt eigentlich freigeschaltet? Ich habe Chemie freigeschaltet, ist gut. Jetzt baue ich mir noch Kanoniere da hoch. Ich werde hier oben bekehrt. Was ist das denn für ein Bug? Schick mal deinen Rambock hoch, wobei der hat nicht mehr so viel Leben, wa? Ich habe schon einen zweiten losgeschickt. Gut, perfekt. Ich noch irgendwelche Einheiten, die nichts zu tun haben. Ja, jeder. Hoch zur Burg, please. Nice, Alter, das sieht doch gut aus. Naja, wenn man den Anfang übersteht, ist ja alles okay. Ja, wenn man den Anfang übersteht. Was letztes Mal ja nicht... Ah, okay, der eine ist down, der blaue jetzt. Ja. Aber der hat doch noch seine Burg stehen. Ich weiß nicht, greift die Burg überhaupt noch an, wenn er down ist? Ich weiß es nicht, oder? Ich denke schon, ja. Okay. Okay. Was ich jetzt mache, ist einfach nur noch Kasernspam. So. Ich werde halt immer noch bekehrt von dem Blauen, ne? Der bekehrt mich immer noch. Der lebt zwar nicht mehr, aber er bekehrt einfach meine Einheiten immer noch. Welcher Geist das auch immer gerade tut, aber anscheinend ist es irgendwie möglich. Du stehst auch noch blöd rum. So, mein Tribok leucht locker freudig. Erstmal Dorfzentrum down geschossen. Das ist doch easy, das Spiel. Jo, auf jeden Fall. Wieso baue ich da unten eigentlich eine Burg? Wo hast du das Bevölkerungslimit eigentlich reingesetzt? 200. 200?
Ach stimmt, die Goten haben ja noch so einen Bonus, dass die plus 10 kriegen in der Imperialzeit, habe ich auch schon wieder vergessen. Weiß jetzt nicht, wieso ich die Burg dahin gewohnt habe, aber pff, ganz ehrlich. Wieso nicht? Ah, erste Kaserne wurde gebaut, gefällt mir. Kann ich direkt wieder weiter spammen. Oh, der ist down. Jawohl. Nice, Mann. Geil. Easy. Boah. Ich hatte... Boah, guck mal, wie viele Punkte ich habe. Wie viele Einheiten habe ich denn bitte getötet? WTF. Kommt grad, halt gleich direkt von oben bei mir reingerusht, der Typ. Ich baue mich gar nicht so aus, aber na gut. Ja, bei mir kam der ja auch dann. Da hast du mir geholfen. Das war auch gut. Boah, war das ein heftiges Match. Er hat mir aber gefallen. Schau nochmal hier die ganzen Statistiken durch. Das hat mehr Punkte, aber. Boah! Ich hab. Das andere nicht. Guck dir mal an, viele getötete Einheiten ich habe. Ich krieg das gar nicht mehr mit, ey. Ja, ist halt so. Pff, alter Schwede. Wirtschaft, was. Nee, da waren die Gegner irgendwie besser. Hä? So, gesammelte Nahrung. Wieso hab ich da bei den die meisten Wirtschaftspunkte? Bei Punktzahl? Hast du noch nicht, oder? Doch. Ach doch, doch, hast du. Hä? Ich verstehe nicht warum. Wahrscheinlich so im Durchschnitt halt am meisten, weißt du? So. Kann sein, ja. Technologie. Karte hast du 95% der Kunde, der Hut ab, ey. Ich habe nur 29 Technologien, mehr hat's irgendwie nicht gebraucht. Mehr habe ich irgendwie nicht gebraucht. 59, weil ich hatte zu viele Ressourcen, deswegen. Ah, genau, ich hatte auch am Ende ziemlich viele Ressourcen, ich wusste nicht, was ich damit anfangen soll. Das war doch mal eine nice Runde, muss ich sagen. Hat mir sehr gut gefallen.